Das Zentrum für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover präsentiert euch in diesem Video die Übung Zitzenchirurgie des Rindes Teil 2, offene und geschlossene Zitzenamputation. Es wird hier nur eine korrekte Methode gezeigt, die entsprechende Fertigkeit auszuführen. Benötigt werden für diese Übung im Skills Lab eine Ablasskanüle, Seife, Zellstoff, Rasierer, Alkohol, zwei Darmklemme nach Dojen, Schere, Skalpell, Nahtmaterial, Michelklammern und eine Klammerzange. Die Voruntersuchung des Tieres sowie Vorbereitung des Operationsfeldes und die Durchführung der Schmerzausschaltung können im Video Zitzenchirurgie des Rindes Teil 1 angesehen werden. In diesem Video zeigen wir die Zitzenamputation mit vollständigem Mundverschluss, die geschlossene Amputation, und die Zitzenamputation ohne vollständigen Mundverschluss, die offene Zitzenamputation. Eine Zitzenamputation ist bei Verlust der Verschlussmechanismen des Strichkanals sowie bei großflächigen oder älteren perforierenden Wunden indiziert. Eine geschlossene Zitzenamputation kann nur dann durchgeführt werden, wenn gleichzeitig keine Mastitis vorliegt. Wir widmen uns zuerst der Zitzenamputation mit Wundverschluss, der geschlossenen Amputation. Nach der Schmerzausschaltung kann die Wunde ausführlich inspiziert werden. Die Zitze wird im unverletzten, gesunden Teil möglichst distal von ihrer Basis abgesetzt. Ein etwa 1,5 bis 2 cm langes, zylinderförmiges Gewebestück wird zwischen Gefäßmuskelschicht und äußerer Zitzenhaut ausgeschnitten. Dadurch ergibt sich ein Zitzenhautüberstand, der eine dem Milchdruck standhaltende Wundfläche bietet. Der Wundverschluss erfolgt auf breiter Fläche in drei Lagen: Matratzennaht, Kirschnernaht und Michelklammern. Zunächst wird die Zisterne, wie hier schematisch dargestellt, mit Hilfe einer tiefen und fortlaufenden Matratzennaht geschlossen. Sie sollte möglichst hin- und rückläufig sein. Das Nahtmaterial ist resorbierbar und monophil oder beschichtet.
Dann folgt der Verschluss der Gefäßmuskelschicht mittels einer modifizierten, fortlaufend versenkten Kirschnernaht. Auch diese wird im Folgenden zuerst schematisch dargestellt. Der Faden der Kirschnernaht läuft ohne Kontakt mit der tiefen Naht in der Gefäßmuskelschicht und im Unterhautbindegewebe des ausgehöhlten Teiles des Zitzenstumpfes bis in die Nähe des Hautwundrandes. Die Fadenbögen sollten ca. einen halben Zentimeter auseinander liegen. Sie dürfen nicht zu nahe am Hautwundrand liegen, damit eine Kammbildung der Haut zum Anlegen der Michelklammern möglich ist. Am Schluss wird der Faden mit dem letzten kleinen sichtbaren Fadenbogen verknotet. Der Verschluss der Haut erfolgt mit Hilfe von Michelklammern. Zum Anbringen der Klammern werden die beiden Wundränder der Haut mit Daumen und Zeigefinger unter Kammbildung nach außen zusammengedrückt. Dann bringt man die Klammern mit der Klammerzange so weit an die Wunde, dass sie dem Wundkamm mittig anliegt. Mit mäßigem Druck werden die Klammern festgedrückt. Ein zu festes Zusammendrücken der Klammern begünstigt Nekrosen. Als nächstes zeigen wir die Zitzenamputation ohne Wundverschluss oder offene Amputation. Die Amputation ohne Wundverschluss wird bei einer gleichzeitig vorliegenden Mastitis durchgeführt. Im ersten Schritt wird die Schleimhaut mit der äußeren Zitzenhaut durch Knopfhäfte oder eine Kirschnernaht mit nicht resorbierbarem Nahtmaterial verbunden. Dies dient der Blutstillung und um Störungen durch Verengungen und Verklebungen der sich einrollenden Zitzenschleimhaut vorzubeugen. Nun wird mit Hilfe eines Stück Gummi- oder Kunststoffschlauchs eine Drainage in die Zisternenmitte gelegt und mittels einiger Einzelhefte am Wundrand fixiert.
Sofern das Sekret nicht spontan aus der Drainage abfließen kann, sollte das kontagiöse Eutersekret ausmassiert werden. Bei einer Zitzenamputation ohne Wundverschluss kann es sich nur um eine vorübergehende Lösung handeln, da sich hygienische Probleme aus dem unkontrollierten Abfließen des meist stark kontagiösen Eutersekrets ergeben.